Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Until Dawn. Im letzten Part werdet ihr gleich sehen, was wir erlebt haben, denn wir kriegen hier so eine schöne Zusammenfassung, was bisher geschah. Daher halte ich jetzt einfach mal kurz die Klappe und wir ziehen uns das mal kurz rein. Mike, Ash, oh Gott sei Dank. Ash, was ist los? Sieht schlecht aus oben. Ash! Ash! Nein! Oh, es tut mir so leid, Ashley. Was ist mit dem Alten? Keine Spur von ihm, ich glaube. Halt! Nicht liegen! Oh Gott, was ist das? Oh Gott! Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Ich war da unten. Es war furchtbar. Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Was ist das? Das ist der Schutzraum, M! Alter! Fuck, ich kann das nicht. Oh Gott. Du tust das Richtige. Beobachtet sie. Ich bin bald zurück. Okay, Leute, und genau an der Stelle haben wir beim letzten Mal aufgehört. Chris ist gestorben, der Alte ist gestorben. Ich hätte Emily erschießen können, hab mich dagegen entschieden. Ja, ich weiß, ich bereue es auch ein klein wenig. Und ich persönlich vermute ja sehr, sehr schwer, dass Mike sterben wird. Bei meinen bisherigen Erfolgen... Ja. Alter, du bist ein toter Kerl. Naja, wir gehen jetzt da weiter. Irgendwo, Moment. Hatten wir bei einem der letzten Parts, ja, ein Totem gefunden. Und das Totem war ein Grabsch-Totem. Ich glaube, es war ein Totem der Führung. Das war es auf jeden Fall nicht. Jo, das auch nicht. Das auch nicht. Und das schon sowieso nicht. Gut, dann war es vielleicht ein Gefahrentotem. Gut, das haben wir schon erlebt. Genau das da. Da grapscht gleich was nach mir. Und wenn ihr mich fragt, die Wand schaut genauso aus wie in dieser Totemansicht. Das heißt, irgendwas grapscht hier gleich von links nach mir. Finde ich uncool, weil mich wird es auf jeden Fall reißen, auch wenn ich es weiß. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter nach rechts. Einfach aus Prinzip. Weil, wie wir im letzten Part, beziehungsweise in den letzten zwei Parts erfahren haben, spacken hier unten Wendigos rum. Ich denke mal, dass ich nach links muss, rechts muss. Aber umgucken will ich mich hier trotzdem. Geil. Über die Schublade können wir nicht drüber. Aber hier irgendwo wird gleich gegrapscht, das weiß ich. Wendigos kann man nicht erschießen, weil die haben irgendwie eine Panzerhaut. Aber sie finden Feuer uncool. Und wenn sie angepisst sind, reißen sie den Kopf ab. Siehe Chris und den Alten. So, was haben wir hier Schönes? Nichts, was ich gebrauchen kann. Aus meiner Sicht blinkt und glänzt und überhaupt ist hier gar nichts. So, hier irgendwas für mich. Nichts für den kleinen Trollo. Trollo ist traurig. Okay. Ziemlich sicher, dass ich hier lang weiter muss. So. Aber hier grapscht gleich was nach mir. Und darauf habe ich gerade so absolut keinen Bock, dass ich mich schon wieder erschrecke. Ey, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, wir sind sowieso jetzt sofort gleich wieder in der Kapelle. Ich glaube, das war doch hier bei der Kapelle. Ja. Wir sind im Sanatorium schon wieder, in der Kapelle.
der Hund noch da ist und ob der Hund sich noch an uns erinnert. Und wenn er noch da ist, ich habe da was gesehen, ob er uns mag. Ja, ein Totem, ich behaupte, den hatten wir schon. Schaut sehr danach aus. Klar, wir waren hier schon mal. Aber irgendein Indianer hier rumläuft und neue Totems. Versteckt. Das war das Bild, wo ich gesagt habe, das hätte jetzt nicht unbedingt umdrehen müssen. Ja. Leute, ich sag's euch. Die Wundermänner. Ich sag's euch, hier kann man nichts Neues entdecken. Daher würde ich sagen, gehen wir jetzt hier ein bisschen schneller. Ja. Ne, definitiv. Nichts Neues. Boah, ich hätte so keinen Bock, wenn ich eher wäre, jetzt da wieder zu sein. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob man es nachher in der Aufnahme sieht, aber hier fliegt so dermaßen viel Staub rum. Gibt es da hinten was, was ich noch nicht gefunden hatte? So, jetzt behaupte ich, kommen wir in... Heilige Scheiße. Okay, Leute, hier hat jemand aufgeräumt. Wo sind die Wölfe hin? Hier hat jemand aufgeräumt. Die Wendigos waren hier. Da ist irgendwas. Bin mir nicht sicher, ob ich da was entdecken kann. Okay, es fängt schon wieder an. Die Musik fängt an, mich zu stressen. Ne, irgendwie konnte ich da jetzt nichts sehen. Da drin waren wir bereits. Haben uns die lustige Karte angeguckt. So. Da gibt's auch nichts Neues. Diese scheiß abgefuckten Wendigos. Okay, ich behaupte, ich muss hier lang. Leute, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Da geht's jetzt auch. Da bin ich mir ziemlich sicher, das ging beim letzten Mal nicht. Gut, ich nehm's zurück. Es geht bei dem Mal auch nicht. Leute, ich höre es knurren. Ich höre es knurren. Ja, jetzt könnte man sich fragen, wenn ich es knurren höre, wieso gehe ich dann darauf zu? Ich weiß es nicht. Gut, gehen wir da hinten entlang. Da, wo es auch weitergeht. Bin mir ziemlich sicher, dass das der Weg ist. Josh ist doch schon sowieso tot. Den Weg könnten wir uns jetzt echt sparen. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass im letzten Part die Mädels gesagt haben, hey, lasst ihm folgen. Wuhu, tot. Wie geil. Hey, 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 hey. Ein neuer Totem. Nice. Den kenne ich auf jeden Fall noch nicht. Cool. Ein Gefahren-Totem. So. Schauen wir nochmal ganz kurz in die Gefahrentotems rein. Der ist neu. Okay, an der Stelle wird er mit ziemlicher Sicherheit sterben, weil ich mit dieser Stresssteuerung irgendwie gerade nicht so ganz zurechtkomme. Aber egal, wir schauen jetzt nochmal in die Ereignisse der Vergangenheit, weil da gibt es auch was Neues. Besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Sperrte und den Fluch wieder. Und wurden wahnsinnig. Mörder. Kannibalen. Bis zu dieser Nacht, vor einem Jahr, da hatte ich ihn endlich im... Wir waren nicht alleine in den Wäldern. Ich konnte die Mädchen nicht... Ja, ein paar kleine bisschen neue Infos, aber... Nicht wirklich viel. So. Gut. Der Totem hat mir gesagt, ich werde gleich angefallen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es gleich ist, aber ich werde demnächst angefallen. Und Wendigoisiert wahrscheinlich.
Okay. Hier irgendwo gab es auch irgendetwas, was nochmal mit dem Hund, glaube ich, passieren wird. Okay. Großer Gott. Adam White. Evelyn Daniels. Charles Miller. Ein provisorischer Friedhof, Leute. Aber kein Hannah und Beth. Ich bin ja gespannt, ob Hannah den Scheiß überlebt hat. Das war's doch jetzt nicht. Ich bin jetzt so nicht den Weg hierher gegangen, wegen so ein bisschen Friedhof, oder? Und einem Totem. Doch, ich glaube fast bin ich. Außer hier geht's noch irgendwie weiter. Ja. Nein, geht's nicht. Wir sind den Weg jetzt tatsächlich wegen einem Totem. Oh, 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 ich höre was. Können wir gleich auf dem Friedhof bleiben? Den Totem haben wir gesehen. Sonst ist hier nichts. Okay. Ich höre irgendwas kratzen und krabbeln und überhaupt. Das gefällt mir hier gar nicht. Er hätte in diesem Kack-Scheiß-Schutzraum bleiben sollen. Kann ich jetzt hier durch? Ist die vielleicht magisch aufgegangen? Nein, ist sie nicht. Wieso sollte sie auch? Aber man kann es ja mal versuchen. Okay, okay, okay. Hier hinten sind wir beim letzten Mal entlang gegangen. Die Treppe, die ist neu. Die Türe ist versperrt. Dann behaupte ich mal, werden wir die Treppe hochgemessen. Ist hier noch was? Nein, die Kamera dreht sich nicht, also ist da nichts. Man muss auch sagen, Mike ist eher so der Gemütliche. Eilig hatte es nicht. Ich hätte es scheißeilig in seiner Situation. Aber, ja. Er ist zu cool, um es eilig zu haben. Das wird sein Tod sein. Das und ich am Controller. Diese Kombination, nicht gut. Gar nicht gut. Hier hat es gerade wieder geglänzt. Springen, war ja klar. War ja so gottverdammt klar. Ich weiß nicht, was du da so lächelst. Hey, 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 hey. Eine Gnade, Leute. Nice, nice, nice. Und Infinite Munition. Noch Missgabel und Pöbel. Ja, stimmt. Eine Gnade bringt uns nicht viel. Die kann sie nur verlangsamen. Stimmt, 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 stimmt. So. Feuer dagegen ist gar nicht so verkehrt. Ja, nimm die Gnade auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall. Die nehmen wir mit. Guten alten Colt. Nice. Gefällt mir. Wenigstens war der so intelligent und hat auch ein bisschen Munition mitgenommen. Was wäre es jetzt gewesen, wenn jetzt hier Dynamit gewesen wäre und ich mit der Fackel direkt am Dynamit? Aha, von der Seite geht sie auf. Cool. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wenn wir denn hier schon alles gesehen, geholt haben. Ja, die Zigarre ist auch noch da. Können wir die auch mitnehmen? Komm. Jetzt ist auch schon wurscht. Jetzt können wir auch noch das Rauchen anfangen. Wenn wir jetzt hier alle Wege entlang gegangen sind, müssen wir dann hierher. Ich glaube, da konnten wir vorhin auch noch nicht rein. Und können es immer noch nicht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt bleibt ja eigentlich nur noch hier diese eine Tür offen, übrig. Wow. Ich würde gerne zurückgehen und mir noch eine Patrone mitnehmen. Hey, Wolf! Hey, Großer. Freust du dich, mich wiederzusehen?
komm schon bitte freudig. Hey. Und erinnere dich nicht ans Treten. Hatte gehofft, dich wiederzusehen. Ja, ganz brav. So, Kumpel. Du kommst mit mir. Okay. Hier ist der Plan. Ich habe eine Karte von hier gesehen. Das wird also kein Blindflug. Es müsste einen Weg durch die Psychiatrie geben, direkt raus aus der Mine. Kriegen wir das hin? Kann's nicht besser sagen. So ist's brav. Ich hatte ja jetzt die große Befürchtung, dass der Wolf sich daran erinnern wird, wie ich ihn getreten habe. Aber ich hatte Glück. Er hat sich nur an das Leckerli und an die Streicheleinheiten erinnert. Ich will mich jetzt hier noch kurz umgucken, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, hier kommen wir nicht mehr her. Mikes Reise wird gleich beendet sein. Und ja, Wolfi, lauf schon mal vor. Aber nicht so weit, dass du mir helfen kannst. Hier irgendwo müsste ich doch jetzt angesprungen werden, oder? Warning. This area closed off. Okay. Oh Leute, mich wird's gleich so reißen, ich sag's euch. Oh 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 oh. Okidoki, Mann, ganz ruhig. Leute, Leute, Leute. Wäre ich bloß so gelenkig wie du. Ich glaube, ich sitze hier. Kann ich jetzt mit dem Hund spielen? Oder Wolf? Da hinten hat es geblinkt, ich habe es gesehen. Ich will mich trotzdem hier umschauen. Wie gesagt, ich behaupte, das sind alles One-Way-Tickets. Und ich habe so viele Totems nicht gefunden. Hey, 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 hey. Haben wir hier was? Haben wir hier was? Nein, wir haben hier nichts. Und die Kameraperspektive ist gerade so gay, Leute. Okay. Versuchen wir es. Und runter mit dem Spaß. Ja. Ich liebe so Szenarien, wo mir der Rückweg sofort versperrt wird. Gesehen? Ich hab's auch drauf. Oder, Wolfi? Okay. Leute, Leute, also ich glaube, Mike wird sterben. Irgendwie so ein Todestotem hat sie irgendwann mal gesagt. Im Feuer wird der schmerzvoll umkommen, wenn ich ihn nicht davor oben bringe. Wo die Möglichkeit durchaus gegeben ist und relativ hoch steht, würde ich sogar sagen. Weil ich bin... Es ist gerade verdammt ruhig. Das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, was haben wir hier? Okay, irgendein Erstbericht. Okay. Wir sprechen in allgemeinen medizinischen Erwartungen. Blässe. Schwerer Vitamin-D-Mangel. Störung des Sozialverhaltens. Überdurchschnittlich lange Wiedereingewöhnungszeit nach traumatischen Ereignis. Unstetes zwischenmenschliches Verhalten, Gewalt gegen Pflegepersonal, 3 versuchte Tätlichkeiten, 1 versuchter Kratzangriff. Okay. Sie müssten tot sein. Ja, kein Wunder, dass sie nicht tot sind. Sie haben ja irgendjemanden gefressen. Ja, da werden gerade absolut Wendigos beschrieben. Fixierung dringend empfohlen. Geil.
Ja, sonst steht hier nichts. Yay. Aber wir haben einen Wolf. Und ich sage euch, der Wolf erinnert sich daran, dass wir ihn getreten haben. Und wenn wir in der Scheiße sind, denkt er sich, fuck you, bitch. Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, so nach dem Motto. So, die Wand... Oh, 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 oh. Oh, oh, was ist das? Da will ich nicht hin. Das gefällt mir nicht. Ach du Scheiße, bin ich da nur wieder reingeraten? Fuck, Leute. Fuck, Leute. Das sind ja die reinsten Panzertüren. Wie irre waren diese Insassen. Leute, Leute, Leute. Wir haben gleich so ein Problem. Okay, da ist irgendeine Botschaft. Lass uns raus, wir verhungern, wir frieren. Ich werde mich rächen. Hört auf, uns zu testen. Mhm. Geil. Alter, du bist so tot. Habt ihr gesehen, was die mit dem Wolf angestellt haben, diese Pissköpfe? Das geht ja mal gar nicht. Das geht absolut gar nicht. Fuck, Mann. Das ist wirklich ekelhaft. Ja, ist es. Absolut ekelhaft. Uncool. Okay, irgendwann mal kommt irgendetwas von der linken Seite. Ich weiß es genau. Und grapscht. Ich bin mir nicht sicher, ob es er ist, der angegrapscht wird. Oder eines von den Mädels nachher. Aber es wird auf jeden Fall gegrapscht und darum halte ich mich einfach von der linken Seite fern. Und die Tatsache, dass der Hund so weit weg ist, Wolf, Hund, Hundewolf, finde ich jetzt auch... Oh, 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 da krabbelt einer. Ich sehe ihn, Leute. Ich habe ihn gesehen. Und er hat ja ein Schild am Rücken. Ich bin hungrig. Oh Mann, Leute, echt spannend, echt spannend. Und ich höre da was knurren. Nein, an die linke Wand gehe ich nicht hin. Definitiv nicht. Gut, ich muss wohl an die linke Wand gehen, weil es gibt da nichts anderes. Ach, Leute, ich kriege gleich so eine auf den Sack. Hinweise gibt es hier leider auch keine. Nope. Wolfi, wo bist du? Okay, wir sind im B-Flügel. In die Richtung oder in die andere? Okay. Oh, das gefällt mir gar nicht. Hier ist Blut. Doctor's Office. Waren wir hier schon? Ne, hier waren wir noch nicht. Da kann ich auf jeden Fall durch. Bin mir nicht sicher, ob ich da hätte durchgehen sollen. Okay. Scheiße, keine Idee. Das Ding ist so fucking laut. Heilige Scheiße. Wer ist dieser Kerl? Deine Großmutter. Oh, der bewegt sich doch gleich. Das gefällt mir nicht. Sorry, Alter. Anfinde diese Nachricht. Die sterben da draußen. Ich höre sie kreischen und weinen. Die Hölle ist mein einziges Vermächtnis. Gottes Strafe für meine Fehler. Ich kann mein Schicksal nicht entrinnen. Der Tod wartet bereits auf mich.
Jefferson Bragg. Jo, du bist ziemlich tot, mein Freund. Uncool. Uncool, 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 Leute. Und wegen dem alten Zombie bin ich jetzt wirklich hierher gekommen. Ernsthaft. Ja. Zombie-Opa da hinten. War der einzige Grund, dass wir hierher gekommen sind. Nice. So macht das Spaß, Leute. Weil sonst ist hier definitiv nichts. Moment, da ist was. Und? Okay, ein Projektor. Schaut immer abgefuckt aus. Was haben die mit denen angestellt, Leute? Also klettern können sie, definitiv. Ja, du bist gleich tot, Alter. Das war absolut ein fucking wichtiger Hinweis. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich war das nur ein weiteres Puzzlestück zu dem, was wir schon wissen. Gut, dann ist der einzige Weg, der noch offen bleibt, die Richtung. Und gleich kriege ich eine auf den Sack. Ja. Ja, Wolfi ist schon ganz angepisst. Wolfi, bleib doch hier. Wenn die kommen, dann sollen sie dich fressen, nicht mich. Ich hab dich gesehen, du Arschlochviech. Geh nach Hause. Geh sterben. Ich halte mich von der linken Seite fern. Weil da grapscht gleich etwas. Und nicht mal Wolfi will weitergehen. Okay, Bro. Du willst, dass ich vorgehe? Ernsthaft? Jetzt auf einmal. Okay, ich krieg jetzt eine auf den Sack. Und zwar jetzt. Muss ich darauf schießen? Weg mit, du Arschlochvieh! Wie ist das Scheißvieh? Meine Fresse, ist das ein Spider-Viech! Geradeaus, 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 geradeaus. Wo ist Wolfi? Wo ist Wolfi? Aha. Ernsthaft. So eine Scheiße. Mann, ist das Vieh scheiß schnell.
Nein, hast du nicht. Scheiße, Leute. Nein, halt deinen Kopf da nicht hin, du Idiot. Voll in die Fresse. Und Zubehör mit. Okay, da ist noch einer. Jetzt kommt so ein nicht bewegen Ding, sag ich euch. Definitiv ein nicht bewegen. Fällt mir nicht, Leute. Ach du Scheiße. Verdammt. Okay. Komm, nein, komm nicht. Bleib weg. Bleib bloß weg. Das gefällt mir nicht, Leute. Und? Das war so klar. Dann hört diese Scheiße auf. Ernsthaft, dann hört diese Scheiße auf. Das ist ein verdammter Albtraum. Weg von der linken Seite. Mann, wie viele sind denn hier? Einer nach dem anderen. An mir ist genug für alle dran! Leute. Das ist gerade Stress pur. Verdammt. Okay. Uncool. Uncool. Oh, das war knapp, Leute. Leute, das ist so stressig. Und auf mit der Scheißtüre. Mann, kill doch einen so Kackviech endlich. Nicht gut. Okay. Komm schon. Verdammte Scheiße. Okay, ich glaube, ich habe gerade Wetti getötet. So, ich glaube, ich habe gerade Wetti getötet und deren Geist freigelassen. Aber ob das so ist oder nicht, erfahren wir, wenn das Licht ausgeht, Neshmam. Erfahren wir im nächsten Part. Wir sind wieder bei 34 Minuten etwa angekommen. Das reicht. Es ist gerade so dermaßen fucking spannend.
Morgen gibt's den nächsten Part. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Bewertet das Projekt, schreibt fleißig Kommentare und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.